Werte Göttinnen, vor einem halben Jahr hat Ubisoft Götter, beschlossen, die Siedler-Serie in zwei Teile aufzuspalten. Neben dem Hauptstrang gibt es nun die sogenannte Traditionsreihe, kurz gesagt Neuauflagen des Klassikers Siedler 2. Das hier ist nun bereits die zweite solche, nach Die nächste Generation von 2006. Und sie heißt Aufbruch der Kulturen. Das Spielprinzip bleibt 1:1 das alte. Sie gründen, bauen und verwalten eine mittelalterliche Siedlung. Was ist also neu? Zum einen die drei Völker, die sich diesmal im Vergleich zum Vorgänger nicht nur optisch unterscheiden, sondern auch in den Waren, die sie produzieren. Das hier sind die Bajuwaren, also Bayern. Kulturgemäß backen sie Brezeln, verarbeiten Ochsen zu Schinken und brauen selbstverständlich Bier. Die wüstengewohnten Ägypter dagegen halten Ziegen und lassen aus deren Milch Käse reifen. In den Kampf ziehen sie mit vergleichsweise schwachen Kurzschwertern, in Ziegeleien brennen sie Lehmziegel. Die Schotten wiederum, die Dritten im Bunde, stapfen durch sattgrüne Highlands und destillieren Whisky, züchten Schafe, nähen Kilts und kämpfen mit gefährlichen Claymore-Schwertern. Die drei Völker unterscheiden sich zudem etwas in der Spielbalance. Während die Bajuwaren ausgewogen bleiben, kompensieren die Ägypter schwächere Soldaten durch starke Wirtschaftskraft, während die kriegslastigen Schotten umgekehrt eine lange Anlaufphase verkraften müssen. Apropos Krieg. In den Kämpfen zeigen sich die größten Neuerungen von Aufbruch der Kulturen. Neben Nahkämpfern gibt es nun auch Bogenschützen. Alle Einheiten haben Angriffs- und Rüstungswerte sowie Lebenspunkte. Zudem ziehen größere Armeen in die Kämpfe als bisher. Aufbruch der Kulturen fügt einen neuen Gebäudetyp hinzu, die Opferstätte. Im Wesentlichen kaufen sie hier Spezialfähigkeiten, die sie mit bestimmten Rohstoffen bezahlen. Ein Beispiel. Gegen 20 Eimer Wasser und 3 Flaschen Whisky erhöhen die Schotten hier für 15 Minuten die Laufgeschwindigkeit ihrer Träger. Der Entwickler Fanatics hat zudem das Interface überarbeitet und praktische Komfortbildschirme wie die Gebäudeübersicht oder den nützlichen Technologiebaum hinzugefügt. Die letzte große Neuerung ist dagegen eher überraschend. Wer im Internet gegen andere Siedlerspieler antreten will, findet sich nun in einer 3D-Lobby wieder, die Fanatics mit Elementen aus Online-Rollenspielen aufgepeppt hat. So dürfen sie nicht nur einen eigenen Charakter erstellen, sondern den auch noch mit Klamotten und Schmuck aufwerten und ihm sogar ein Haustier kaufen. Hier ziehen wir ein Schaf hinter uns her. Nutzen hat das keinen, außer Selbstdarstellung und Zeitvertreib. Wem die eigentliche Siedelei plötzlich einerlei geworden ist, der darf sogar in 3 Minispielen mit anderen herumlungern, Poker inklusive. Ob das alles wirklich Spieler bindet, das muss ich erst noch herausstellen. Eines hat Ubisoft zumindest nicht vergessen, auch gleich mal Werbetafeln für die eigenen Spiele einzubauen. Ich gehöre zu den Leuten, die den taktischen Tiefgang des klassischen Siedlerspielprinzips sehr schätzen, aber von der ganzen Knuddel- und Ach-wie-süß-Optik drumherum schwere Magenkrämpfe bekommen. In der Hinsicht piesackt mich Aufbruch der Kulturen wieder gewaltig. Denn der Entwickler Fanatics hat die Kampagne zwar mit einer Handlung zusammengehalten, aber die ist hanebüchend albern. Das wundert mich insbesondere deshalb, weil sich das Spiel mit seinen knackigen Herausforderungen schon an ernsthafte Strategen richtet. Ein Tutorial zum Beispiel gibt's diesmal nicht. Veteranen wird allerdings interessieren, dass die Erweiterungen, die diesmal drin sind, insbesondere, dass sich die Völker endlich unterschiedlich spielen, unterschiedliche Wirtschaftskreisläufe haben und dass der Kampfpart dezent erweitert wurde, dass das sich sehr sinnvoll ins Spiel eingliedert und den Aufbruch der Kultur nicht einfach zu einem Aufguss macht, sondern zu einer interessanten Variante des Originalspielprinzips.